we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the road. Ich beginne heute ausnahmsweise mal den Vlog. Also hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar wollte ich eigentlich gerade losfahren. Und ja, da habe ich mir Zoe geschnappt. Nein. Och Mann, Hund. Um nochmal sich kurz zu verabschieden, so in dem Sinne, weil die wollte unbedingt zu mir. Und ja, dann habe ich mich kurz hingelegt, damit ich, ne, damit sie so auf mir ist und so. Und die ist gerade auf mir eingeschlafen. Die lag auf mir und ist auf mir eingeschlafen. Also Zoe, du bist der Grund, warum ich heute zu spät bin. Zwar nur 5 Minuten, aber du bist der Grund, warum ich zu spät bin. Was tust du da? Du weißt, wenn du an meinem Bein entlangläufst, dass du runterfällst, ne? Andere sagen, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen, Zoe, das geht nicht gut. Nein. Nicht da lang, du fällst da runter. Du fällst da runter. Komm. Ist das dein Ernst? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hallo. Zoe. Oh nein. Oh Mensch. Warum bist du nur so süß? Du schläfst jetzt ernsthaft auf meinen Oberschenkel. So, Problem hat sich erledigt. Sie ist von alleine da runtergerutscht und ja, jetzt liegt sie hier neben mir und hat mich losgelassen. Jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich abhauen. Ich bin frei. Gute Nacht und schlaf gut. Wir sehen uns später. Ich sehe doch total verschlafen aus. Das liegt daran, dass ich gerade eben auch erst aufgestanden bin. Wir haben jetzt... Wo ist denn jetzt mein Handy? Das hatte ich doch gerade genau. Wir haben jetzt 10:45. Normalerweise, wisst ihr ja, wir stehen eigentlich immer um 8 Uhr auf. Gut, Jakob, der ist heute sowieso früh aufgestanden, weil der schon längst zur Uni ist. Aber ja, ich weiß, im Moment habe ich echt, also ich weiß nicht, im Moment habe ich total die Schlafprobleme. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir gehen immer so zwischen 12, 1 Uhr halt abends, nachts schlafen. Sonst sind wir schon viel, viel früher. Sonst sind wir viel, viel später schlafen gegangen. Deswegen ist das für uns eigentlich relativ früh. Und sonst habe ich eigentlich ziemlich gut immer durchgeschlafen und bin dann so gegen 8 Uhr aufgestanden, was eigentlich für uns dann ganz normal ist. Aber im Moment habe ich das Problem, dass ich dann nachts so gegen, ja, so 3, 4, 5 so um den Dreh einmal aufwache und dann auf Toilette gehe. Und dann kann ich erstmal mindestens eine Stunde bis anderthalb, zwei nicht einschlafen und bin dann hellwach. Aber natürlich, wenn ich dann um 3 Uhr aufwache, kann ich ja schlecht wach bleiben. Ich habe mir gerade hier Frühstück gemacht, 2 Scheiben Brot, einmal Putenbrust, einmal Körniger Frischkäse und Gurken. Das esse ich im Moment eigentlich ziemlich gerne. Gurken ja sowieso und Körniger Frischkäse mit Maggi ist sowieso... Liebe ich. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eventuell auch schon mal Schlafprobleme hattet oder ob ihr die gerade habt und was ihr dagegen macht oder was dagegen geholfen hat. Das würde mich echt mal interessieren. Ich stehe eigentlich gerne früh auf, damit der Tag halt früh anfängt, damit ich viel schaffen kann. Und wenn ich dann irgendwie erst so gegen 10 Uhr oder so aufstehe, bin ich so schlecht gelaunt. Gut, jetzt geht's eigentlich. Aber ich bin dann so schlecht gelaunt, weil der Tag dann für mich schon halb gelaufen ist, weil ich so spät aufgestanden bin. Für manche ist das wahrscheinlich auch noch früh, je nachdem, wenn sie ausschlafen können. Aber ja, schreibt mir auf jeden Fall mal. Vielleicht ist ja was dabei, was ich ausprobieren kann und was mir auch hilft. Und ich versuche auch genug zu trinken und so weiter. Also daran kann es nicht liegen. Im Moment schaffe ich es eigentlich ganz gut, viel zu trinken und genug zu trinken. Von daher, ja, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal mein Brot essen und dabei ein bisschen Netflix gucken. Denn unsere Antenne, die geht leider immer noch nicht. Wir haben immer noch hier Sturm ohne Ende. Und wenn man die einstellt, ja, vergesst es. Deswegen werde ich mir jetzt ein bisschen Netflix oder YouTube anmachen, mal gucken. Und ja. Mittlerweile bin ich umgezogen. Ich habe mir einen Pullover angezogen und eine Jogginghose. Ich habe jetzt gerade ein Video fertig gemacht und habe gerade schon in der Küche so ein bisschen angefangen zu kochen. Beziehungsweise ich habe Kartoffeln
in den Topf gemacht. Und ich habe eigentlich Türe zu. Mensch, das ist so kalt überall. Ja. Hab den Wasserkocher laufen lassen und werde jetzt Kartoffeln kochen. Heute gibt es nämlich bei uns Kartoffeln. Ja, ich sollte vielleicht auch mich filmen. Heute gibt es bei uns Kartoffeln mit Salat und Tzatziki, also so Kräuterquark und so, aber ich esse am liebsten Tzatziki. Meine Oma, der mache ich hier noch ein paar Champignons. Wenn ich dir nämlich Tzatziki vorsetze, da erzählt die mir was anderes. Meine Oma, die mag nämlich überhaupt gar nichts, was mit Knoblauch und so zu tun hat. Von daher, ja, und ich koche die halt jetzt so, dann so praktisch als Pellkartoffel, denn schmeckt einfach am besten. Und ja, stell euch mal hier hin, das ist nämlich einfacher. Ich habe mir hier schon zwei Tütchen hingelegt. Ich werde mein Dressing heute mal wieder hier mitmachen. Ich nehme eigentlich immer einmal Dillkräuter, einmal Paprika, die mische ich dann, weil ich das so lecker finde, die Kombination. Und ja, rausholen muss ich den Salat jetzt noch nicht, weil die Kartoffeln müssen ja auch erstmal kochen. Aber ich habe hier ganz normalen Salat, oder eigentlich, weil der ist schon ziemlich kühl, ich hole den raus. Das ist, ich glaube, ein Endivien-Salat. Ich bin mir nicht sicher, meine Oma hat den beim Einkaufen ausgesucht. Und ja, mein Tzatziki ist hier. Ich werde ein bisschen Gurke auf jeden Fall reinmachen. Und hier haben wir auch noch Tomaten. Ja, also das geht auf jeden Fall. Ich habe auch noch Mais und so da. Vielleicht mache ich mir davon auch noch ein bisschen was rein. Und dann mit Kartoffeln und Tzatziki, wie gesagt. Ich warte jetzt auf jeden Fall, bis meine Kartoffeln anfangen zu kochen. Und dann werde ich die Champignons hier anbraten, beziehungsweise das kann ich jetzt gleich eigentlich schon machen. Und ich werde da auch noch eine Zwiebel reinmachen. Also hier so eine kleine Schalotte. Mein Essen ist fertig. Ich habe jetzt hier meine Kartoffel mit Tzatziki, Salat. Hier habe ich mir noch so zwei Brötchen getoastet. Und hier habe ich mir noch ein bisschen Kräuterbutter genommen. Das mache ich dann da drauf. Das schmeckt auch immer sehr, sehr lecker. Und ja, wir haben jetzt 14.40 Uhr, also 20 vor 3. Und mein Video ist auch fertig. Das geht gleich online. Ich denke, ich werde mir jetzt irgendwie Netflix anmachen oder so. Und dann erstmal mein Essen genießen. Und meine Oma hat natürlich auch schon ihr Essen bekommen. So, ich bin fertig mit Essen. Es war super, super lecker. Und ich bin jetzt echt pappsatt. Ich habe gerade hier noch nach Kommentaren geschaut, denn das Video ist eben online gegangen und ja, da waren schon ein paar Kommentare und ich sehe jetzt schon, dass das Video super bei euch ankommt. Das freut mich natürlich, denn ihr habt ja so krass lange gefragt, wann nochmal ein Fashion Haul online kommt und ja, das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, das für euch zu drehen. Und eben ist auch noch was anderes Schönes passiert und zwar haben wir die 7000 Abonnenten geknackt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe auch schon auf Instagram gepostet, dass ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll. Und mir ist eben ernsthaft eine Träne über die Wange gekullert. Einfach weil, ja, ich bin so stolz, auch auf mich. Ich habe halt alles so über Bord geworfen und habe halt einfach mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich bin so froh und so stolz, dass ich das halt machen kann. Dass ich so eine tolle Community habe und wir immer weiter wachsen und ganz, ganz viele tolle Menschen dazukommen. Ach ja. Und natürlich ist Jakob jetzt auch nochmal ein großer, großer Teil davon. Und ja, mit Jessie XOXO hat es angefangen und jetzt geht's weiter mit Our Daily Life. Keine Ahnung. Ich weiß, also ihr merkt bestimmt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Für mich ist das halt immer noch so eine riesige Zahl. Schon 50 und 100 Leute damals waren für mich eine unglaublich große Zahl, weil ich mir immer vorgestellt habe, wie die bei mir in der Wohnung wären und so viele Leute auf einmal. Das ist halt echt krass. Und ja, keine Ahnung, ich bin einfach total glücklich und sprachlos und wollte halt auch nochmal Danke sagen. Ja, ich wollte aber jetzt hier anfangen aufzuräumen, denn hier der ganze Tisch ist voll und die Couch muss aufgeräumt werden. Da steht auch noch der Baum, das muss auch noch runter. Wir müssen zwar noch so ein bisschen was an den Einladungen fertig machen, weil wir haben noch nicht alle fertig. Wir hatten erstmal die fertig gemacht, die wir jetzt privat verteilt haben, also die wir nicht verschicken mussten. Und jetzt haben wir nur noch die, die wir verschicken müssen. Und halt noch zwei, drei, ja, die wir abgeben, aber zum Beispiel für Daniela und Vanessa und so.
oder eine meiner Brautjungfern, die sehe ich halt die nächsten Tage noch. Und dann kann ich denen die Einladung halt einfach so geben. Mal. Ich habe gerade hier überall Lichter angemacht und Kerzen und ja, so sieht übrigens jetzt unser Tisch aus. Ah, ich kann aber auch jetzt mal, ob es denn jetzt hingelegt, weil hier ist nämlich eine Lichterkette drunter. Ich habe hier jetzt, ich weiß nicht, ich dachte erst, vielleicht sieht das zu weihnachtlich aus, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Also erstmal dieses Ding habe ich da auf diesen Teller gestellt. Und auch hier diese kleinen mit den neuen Teelichtern. Und habe hier Watte drauf gemacht. Und darunter ist halt immer noch diese Lichterkette, die ich auch Weihnachten hatte. Ja, das habe ich auch angemacht. Und jetzt werde ich... Ach, das oben an der Decke muss ich auch noch anmachen. Zoe hat auch gerade ihre Tabletten bekommen. Und ich bringe jetzt gerade die Schüssel in die Küche. Denn ich hatte mir gerade eben noch mal eine Kartoffel mit Salat genommen. Hier sieht es auch noch aus wie im Schlachtfeld. Das werde ich aber später wegräumen. Hier steht jetzt noch der Salat und die Kartoffel für Jakob. Und das kann er sich dann gleich warm machen. Oder ich mache es ihm warm, je nachdem. Ja, hier steht auch noch alles rum. Also kreuz und quer. Die Wand, ja, die habe ich schon gezeigt. Und da werde ich mich dann morgen mal dran begeben. Ich habe heute erstmal so ein bisschen Priorität darauf gesetzt, dass... genau, ja, jetzt reiße ich alles ab. Priorität darauf gesetzt, mit meinem Video das alles zu machen und fertig zu machen. Und ja, dann werde ich mich morgen um die Küche kümmern, dachte ich mir. Die Lichtervorhänge und die Laterne hier, die habe ich auch neu, die ist vom Teddy. Die war runtergesetzt auf 2 Euro, dann habe ich mir die mitgenommen. Die ist mit Batterie, finde ich total schön. Und ja, hier habe ich jetzt auch wieder so Deko hingemacht, so ein bisschen Mint und die Pflanzen, also hier die Palmen wieder drauf gesetzt. Und ich dachte mir, dass ich jetzt so ein bisschen in die goldene Richtung auch noch gehe, also so Mint, Gold, Weiß in der Küche. Und ich finde, das Gold passt auch super zu der Arbeitsplatte. Zoe, würdest du mir einen Gefallen tun und aus die Küche kommen? Komm, komm, komm. Ich trage dich auch. Magst du nicht? Okay, heute ist nicht ihr Kameratag, würde ich mal so sagen. Und ich hatte eben, wo ich gerade unser Telefon sehe, auch schon wieder so ein richtig dummes Erlebnis, wo ich mich hätte richtig aufregen können. Ihr kennt bestimmt diese Voll-Spastis, ich muss das jetzt einfach mal so sagen, die halt anrufen, um... Wieso ist die Lichterkette hier nicht an? Finde ich doof. Wieso ist die nicht an? Also auf jeden Fall diese Leute, die bei euch zu Hause anrufen und dann sagen, ja, sie haben das und das gewonnen und sie haben da bei dem Gewinnspiel mitgemacht und gewonnen und was auch immer. Boah, und diese Leute nerven mich so abgrundtief. Denn, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine Firma oder ein Gewinnspielgedöns. Und die rufen seit Monaten, wirklich seit Monaten bei uns an, auf dem Haustelefon. Und jedes Mal sage ich zu denen, dass ich nirgends mitgemacht habe und dass ich es auf jeden Fall nicht war und dass sie meine Daten auf jeden Fall nicht von mir haben. Boah, jedes Mal gehen die mir so auf den Nerv. Wir sollten eventuell mal die Happy Birthday Girlande abmachen. Die ist noch von dem Geburtstag von meiner Oma. Ist jetzt auch schon wieder fast 2 Wochen her, von daher sollten wir die eventuell mal abmachen. Aber nun gut. Ich finde auf jeden Fall, dass es mit dem Tisch und so jetzt total schön und gemütlich aussieht. Ich habe die ganzen Hochzeitssachen, die wir da hatten, jetzt auf den Schreibtisch gelegt und die werde ich dann auch morgen fertig machen. Und du, kleiner Flo? Hm? Kleiner Flo? Da würde ich mal sagen, war es das auch für heute schon wieder. Es hat echt mega cool geschneit. Das muss man dem Wetter mal lassen, also der Natur. Das hat sie ausnahmsweise mal gut hinbekommen.
Und macht's gut. Bis bald. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich morgen wieder. Ciao. Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize.